So, da sind wir wieder. Ich habe da eventuell noch eine Idee. Wir gehen jetzt einfach mal wieder ganz nach oben. Vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen. Vielleicht müssen wir da unten noch gar nicht durch. Wer weiß. Ach, nun hör doch auf, Link. Hör doch auf, Link. Oh, jetzt hast du ja keine Munition mehr, Alter. Okay, voll bist der schon. Hopp. 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 Nun mach mal Tempo. Hinne, Junge. Okay. Halt. Achso, es sind nur Käfer. So. Hey, ein Blubber. Oder ein Bubble. Oder wie auch immer. Hopp. Haha, Arsch. Kacke. Ach, Scheiße. Nein, nicht ganz nach unten. Ach man. Okay. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Link, du schaffst es. Der war sehr clever. So, na kommt, Jungs. Ach Scheiße, das war nichts. Na los! Die anderen sind runtergefallen. Okay. Vielleicht ist doch noch hier oben was. Da ist doch. Huha! Cool. Lalalala. Schmuckschädel. So. Und wir haben einen zweiten. Das ist cool. Okay. Da war der. Tief durchatmen. Okay. Gucken wir noch mal, ob wir nicht doch noch was finden. Da. Wie komme ich da hin? Ist jetzt die Preisfrage. Wie komme ich da hin? Na los. Ah, na kommt. Oh oh. Oh oh. Wirbelattacke! Wirbelattacke! Dann kommt runter, ihr Viecher! Geht doch! Wo kommst du her? Geht doch. Mistkröte. Es muss hier eine Möglichkeit geben. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Weil hier haben wir doch abgebrochen, mehr oder minder. Hops. Der war jetzt sehr clever. Jeder Rubin zählt. Puh.
Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Hilfe? Ha, Schwein gehabt. Okay. Na, oh, der hätte ja doch rüberklettern können. Es darf nicht wahr sein. Ja, geil, wie clever. Ach, Gottchen. Okay. Nee. Ja. So clever muss man erstmal sein. Graben wir mal. Da war nichts. Da war auch nichts. Da war auch nichts. Peter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Luft im vor uns liegen steht extrem heiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kleidung dort in Flammen aufgehen wird, oh, ist okay. Kannst du die Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle dir Aura-Suche, um die richtige Richtung zu finden. Schnell zurück. Ich will meine Kleidung nicht verlieren. Ich habe dir etwas zu berichten. Deine momentane stelle ich sehr extrem jetzt eine große Gefahr für dich dar. Nimm die Aura-Suche in diese Richtung nichts an. Bitte überprüfe, ob das wirklich die richtige Richtung ist. Dreh dich! Keine Ahnung? Oh, scheiße. Nein! Okay. Oh, fuck. Oh. Herztrank. Trinken, und zwar schnell. Wieder nichts gefunden. Scheiße. Ach, Mann. Hops. Haha, getroffen ohne zu groß zu zielen. Okay. Ja, das Ding musste einen Sinn haben. Ja, toll. Da habe ich jetzt auch eine Idee. Ah, ich habe zu lange gewartet, oder? Nee, doch nicht. Cool, hat geklappt. Da ist wieder eins. Wetten? Da habe ich wieder eins. Oh, bleibt noch ein Stück. Okay. Dinger kriege ich nicht weg, habe ich das Gefühl. Aber da komme ich hoch. Aber wo komme ich da an? Ah! Okay. Da wird's. Oh, da wird's garantiert wieder extrem heiß. Ich halte mich jetzt mal auf der anderen Seite. Ich halte mich jetzt mal hier. Oh. Ha, 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 ha. Moment, Moment. Füllen. Füllen.
Geht doch. Oh Gott, Allmächtiger, ich hab eine Fee. Oh. Okay. Ach, Rubine nehme ich. Nanu? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, für Gottes Willen. Oh nein, oder? Na, endlich. Wir haben ihn. Oh, yes, wir haben ihn. Und wie komme ich da jetzt wieder schnellstmöglich zurück? Lieber hier rum, wa? Hups. Genau, flups. Na bitte, geht doch. Na bitte, geht doch. Okay. Ah ja, gut, okay. Juhu. Yay, und ab nach oben wieder. Und meine Katzen spinnen wieder rum. Die jagen sich hier gerade wieder gegenseitig. Aber das ist schon eine Schneue. Gib mir mal irgendwas. Ha, Rubine. Ja, na wohl. Rubine. Rubine braucht der Mensch. Das ist eine Ausdauerfrucht. Yay, yeah, wow. Das hätte jetzt fast böse enden können. Zack, ruf da. Oh, ich darf endlich in diesen Dungeon. Vorher speichere ich nochmal. Ich vermute, dass es ein Dungeon ist. Das war aber leichter als als mich im Wald zu orientieren, ganz ehrlich. So, erstmal nochmal speichern. So. Geht doch. Wer kommt denn auf die Idee, den Schlüssel in 5 Teile zu teilen? Sind wir mal ehrlich. Ach, na gut. Hat ja geklappt. Hab's ja. Willkommen im Dungeon. Heiß, wa? Willkommen im Höllenschlund. Ach ja, ich sitze wieder. Die ganze Zeit stehe ich hier rum. Meine Hände sind ganz rau. Ist ja eklig. Tempel des Erdlandes. Ganz ehrlich, warum müssen wir diese Frau retten, wenn die so gut in den Tempeln alleine klarkommt? Aber gut. Alles kaputt machen, weil Rubine drin sein könnten. Mir gehört nicht so ein Krach auf den Kratzbaum. Na nun geh putt. Okay. Sieht schlangenartig aus hier. Ah, verdammt. Oh, da kann ich buddeln. Ah, cool. Oh, eine kleine Kiste. Auf die Löcher am Boden muss ich aufpassen. Wirklich, 20 Rubine sind cool. Denk dran, 400 Rubine brauchen wir. 1, 2, 3. Oh, nee, bitte nicht! Mistvieh! Oh, wieder eine Kralle. Ach nee, wen haben wir da? Verflucht, alles voller Ungeheuer. Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hatten noch nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, ihr zu Hilfe zu kommen. Da ist alles voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus. Sieht viel zu gefährlich. Jetzt erst recht. Wow! Bang, bang, bang. Ja, okay. Oh, nehme ich. Hey, und wir haben sogar eine Fee, Leute. Wieder eine Fee für einen Dungeon gefunden. Finde ich ja voll geil.
Okay, dann geht's jetzt da weiter hoch. Oh ne, ich höre schon wieder Fledermäuse. Ich kann gar nicht mehr rollen. Was bist du denn? Bevor ich hier jetzt irgendwas mache. Oh, beide Seiten. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich vermute mal ganz stark, dass ich jetzt auch noch meinen Käfer benutzen darf. Schuldige Bruhe. Nein, ich lenke. Hör auf, Katze. Haha. Na bitte, geht doch. Ich hätte es vielleicht von der anderen Seite machen sollen, aber... Nein, nicht abfeuern. Komm wieder zurück. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von Z anzuvisieren und mich mit Hilfe von zu rufen, damit ich dir weitere Informationen über ihn geben kann. Auch wenn das wieder so ein Vieh ist wie mit den Spinnen. Dies ist ein Exalfos. Ah, Exalfos, okay. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgerüstet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Ach du Kacke. Ja, ist mir klar. Du hast den Gegner nur immer besiegt. Au! Autsch! Arschgeige! Boah, krass, ey. Da war sie! Der Sack muss Feuer spucken! Apropos Feuer! Weg war er! Oh! Oh, Nüsse! Oh, mein Schild!